Die Schifffahrtszeichen unterteilen wir grundsätzlich in drei Kategorien, und zwar die Verbotszeichen, die Gebotszeichen und die Hinweiszeichen. Die Verbotszeichen sind immer entweder rote Lichter, rot-weiß-rote Tafeln oder die meisten rot umrandet, durchgestrichen mit irgendeinem Symbol oder einer Zahl in der Mitte, und die zeigen uns an, dass wir irgendetwas nicht dürfen. Die Gebotszeichen sind rot umrandet, nicht durchgestrichen, haben auch irgendein Symbol oder eine Zahl in der Mitte und weisen uns darauf hin, dass wir dort irgendwas zu tun haben. Und die Hinweiszeichen haben dann einen blauen Hintergrund, darauf irgendein weißes Symbol oder eine weiße Zahl und weisen uns auf etwas hin, was an dieser Stelle gerade vielleicht gut zu wissen wäre. Kommen wir zur ersten Kategorie, zu den Verbotszeichen. Im Buch ist das Ganze immer so abgebildet, dass immer auf der linken Seite die Tabelle ist mit den einzelnen Schifffahrtszeichen und auf der rechten Seite sind dann die genauen Gesetzestexte dazu. Es ist bei der Prüfung jetzt nicht ganz wichtig, dass man wirklich den genauen Gesetzestext wiedergeben muss, sondern sinngemäß. In der Praxis dann ist es natürlich auch nützlicher, wenn man sinngemäß das wiedergeben kann, als wenn man den genauen Gesetzestext auswendig gelernt hat. In der ersten Reihe im Buch von 1 bis 3 haben wir eine immer rot-weiß-rote Tafel, rote Lichter oder eine rote Flagge. Die zeigen uns immer an, dass die Wasserfläche gesperrt ist oder dass wir hier nicht weiterfahren dürfen. Die rot-weiß-rote Tafeln zum Beispiel, sehen wir dann später noch, haben wir sehr häufig bei Brückendurchfahrten. Die roten Lichter können zum Beispiel bei einer Hafeneinfahrt sein oder auch bei der Schleuse. Und bei der Nummer 3 haben wir die rote Flagge, die kann zum Beispiel die Schifffahrtsaufsicht haben und zeigt uns somit an, dass wir dort nicht weiterfahren dürfen. Der durchgestrichene Propeller bei der Nummer 4 zeigt uns an, dass wir hier ein Verbot für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb haben. Zum Beispiel ganz in der Nähe bei uns gleich haben wir das bei der Erlaufmündung in Pöchlern, also dort, wo die Erlauf in die Donau mündet, gleich ein paar hundert Meter flussaufwärts bei der ersten Brücke, haben wir dieses Symbol angebracht. Somit wissen wir dort, wir dürfen hier nicht mit unserem Motorboot weiterfahren. Dazu dürfen wir auch nicht den Motor einfach abschalten, sondern das zählt generell, wenn das Boot als Motorboot zugelassen ist. Bei der Nummer 5, was ein wenig so aussieht wie ein durchgestrichener Schlepplift, hier ist Wasserskifahren verboten, natürlich auch Wakeboarden und generell Schleppsport. Bei der Nummer 6 haben wir ein Verbot für Sport- und Vergnügungsfahrten. Auch später werden wir noch sehen, das haben wir zum Beispiel bei der Greiner Brücke, bei einer Brückendurchfahrtsöffnung, dürfen wir hier, wenn wir privat unterwegs sind, nicht durchfahren. Das ist nur für die gewerbliche Schifffahrt vorgesehen. Die Nummer 7, das durchgestrichene Segelboot, ist einfach ein Verbot für Fahrzeuge, die unter Segel fahren. Nummer 8 ist ein Verbot für Fahrzeuge, die weder unter Segel noch mit Maschinenantrieb fahren. Bei der Nummer 9 haben wir ein Verbot für Segelbretter. Das Windsurfen ist auf der Donau in Österreich leider generell verboten. Das durchgestrichene P, hier ist das Stillliegen verboten. Wir dürfen hier weder ankern noch uns irgendwo am Ufer festmachen. Hier dürfen wir gar nicht stillliegen. Meistens steht dieses Zeichen so am Ufer, dass auch links und rechts noch weiße Pfeile mit einer Zahl darin angebracht sind, dass wir auch wissen, wie weit gilt dieses Stillliegeverbot links und rechts auch noch. Bei der Nummer 11 ist dann einfach nur das Ankern verboten. Festmachen am Ufer ist hier allerdings erlaubt. Ein solches Schifffahrtszeichen findet man oft in größeren Industriehäfen, wenn vielleicht am Grund irgendwelche Leitungen verlegt sind und wir diese mit unserem Anker beschädigen könnten, haben wir dieses Schifffahrtszeichen, damit wir hier nicht ankern dürfen. Bei der Nummer 12, hier ist dann hingegen einfach das Festmachen am Ufer verboten, ankern ist allerdings erlaubt. Als nächstes haben wir dann ein Wendeverbot, also hier müssen wir weiterfahren so lange, bis dieses aufgehoben ist und wir wieder wenden dürfen. Bei der Nummer 14, die einfachen Pfeile,
Hier ist das Überholen verboten. Das gilt auch für uns als Sportbootfahrer. Hingegen beim nächsten Zeichen mit den doppelten Pfeilen ist nur das Überholen für Verbände untereinander verboten. Das bedeutet, wir als Sportbootfahrer dürfen einen Verband schon überholen, aber ein Schulverband darf den anderen hier nicht überholen. Die Nummer 16 ist ein Begegnungs- und Überholverbot. Also wichtig, hier ist beides verboten, begegnen und überholen. Am häufigsten anzufinden ist dieses Zeichen bei Brückendurchfahrten auf Flüssen. Wenn die Brückendurchfahrt vielleicht sehr schmal ist, so schmal, dass sich nicht zwei Fahrzeuge problemlos begegnen können, dann ist das so, dass der zu Bergfahrende warten muss. Also sie dürfen sich nicht bei der Brückendurchfahrt direkt begegnen, weil es einfach zu schmal wäre. Warum muss der Bergfahrende warten? Weil dieser leichter in der Strömung stehen bleiben kann als der zu Talfahrende. Und auch, weil es ja recht schmal ist, ist natürlich auch das Überholen verboten. Dieser durchgestrichene 40er bedeutet, das ist ein seitliches Stillliegeverbot. Angegeben ist das in Metern. Das bedeutet, hier vom Ufer weg raus zur Fahrwassermitte, 40 Meter weit, dürfen wir nicht stillliegen. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus, dass wir auch noch Zusatztafeln links und rechts haben, die uns dann anzeigen, wie weit auch links und rechts dieses seitliche Stillliegeverbot gilt. Aber jedenfalls grundlegend vom Ufer weg 40 Meter raus zur Fahrwassermitte. Bei der Nummer 18 haben wir ein Verbot für Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit. Auf der Wasserstraße Donau dürfen wir ja grundsätzlich unbegrenzt schnell fahren. Hier haben wir eigentlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das bedeutet, wenn wir dieses Schifffahrtszeichen sehen, dann muss auf jeden Fall in der Praxis noch irgendeine Zusatztafel dabei sein, die uns dann darauf hinweist, was das jetzt wirklich genau bedeutet. Bei der Nummer 19 müssen wir Wellenschlag vermeiden. Im Kapitel mit der Lichterführung haben wir bereits das rote über dem weißen Licht gesehen. Das hat ja bedeutet, dass wir Wellenschlag vermeiden müssen. Das hat zum Beispiel auf einem Schiff angebracht sein können. Jetzt haben wir dieses Zeichen hier auch feststehend am Ufer und uns wird immer angezeigt, dass wir dort Wellenschlag vermeiden müssen. Die Nummer 20 ist auch wieder so eine Art seitliches Stillliegeverbot. Allerdings ist dieses diesmal am Schiff selbst angebracht. Also vielleicht auf einem größeren Schiff ist dieses angebracht. Und hier im Speziellen wird uns angezeigt, dass wir vom Schiff weg 25 Meter raus aufs Wasser nicht stillliegen dürfen. Diese roten Spitzen nach außen hier zeigen uns an, dass wir nicht außerhalb der roten Spitzen durchfahren dürfen. So wie wir das hier bei der Brückendurchfahrt zum Beispiel haben, müssen wir dann dort, wo die weißen Spitzen hinzeigen, durchfahren. Bei der Nummer 23 haben wir ein Verbot, Fahrzeuge ins Wasser zu lassen. Was dürfen wir natürlich dort noch nicht? Fahrzeuge rausnehmen. Die Symbole 24 und 25 sind dann am Fahrzeug selbst angebracht. Nummer 24 bedeutet, das ist ein Verbot, das Fahrzeug zu betreten. Und Nummer 25 bedeutet ein Verbot für Feuer, offenes Licht und natürlich auch Rauchen ist dann verboten. Das kennt man vielleicht aus dem Alltag auch, dieses Symbol.